Sie haben es in der Hähnchenfabrik versucht? Ich habe immer noch Albträume wegen der Innereien. Als Kosmetikerin? Heißes Wachs ist nicht so mein Ding. So langsam fällt mir nichts mehr für Sie ein, Luisa. Bitte, ich werde alles tun. Oh, das ist neu. Pflege und Gesellschaft für Mann mit Behinderung. Haben Sie Erfahrung in der Pflege? Ich habe das noch nie gemacht, aber ich kann es sicher lernen. Dann gehen wir mal zu Will. Will, das ist Luisa Clark. Nathan erklärt Ihnen Wills Tagesabläufe und medizinische Geräte. Tu nicht so, als wäre ich nicht da, Mutter. Mein Gehirn ist nicht gelähmt. Noch nicht. Guten Morgen. Oh, er hasst mich. Jedes Mal, wenn ich was sage, sieht er mich an, als wäre ich bescheuert. Fairerweise muss man sagen, du bist ziemlich bescheuert. Ja, aber das weiß er doch noch nicht. Interessante Schuhauswahl. Was meinen Sie damit? Die können nicht von hier sein. Wieso nicht? Dies ist so ein Ort, wo Leute hinkommen, die keine Lust mehr auf das wahre Leben haben. Ich bin hier glücklich. Das sollten Sie aber nicht sein. Sie leben nur einmal. Und Sie haben die Pflicht, das in vollen Zügen zu genießen. Nein, bleiben Sie. Erzählen Sie mir was Schönes. Als ich klein war, hatte ich ein Lieblingskleidungsstück. Das war meine Hummelstrumpfhose. Hummelstrumpfhose? Schwarz und gelb gestreift. Oh, herrje. Hatten Sie nie was, das Sie so richtig geliebt haben? Doch. Loving can hurt. Sie haben doch nicht meine Augenbrauen abrasiert. Nur die eine. Darf ich sie ausführen? Du hast also echt ein Date mit Will Trainer. Zu viel Möpse. Oh, das rote Kleid raus. Ich will noch nicht rein. Ich will einfach ein Mann sein, der mit einem Mädchen im roten Kleid im Konzert war. Noch ein paar Minuten. Loving can heal. Ich habe meinen Eltern 6 Monate versprochen und genau das habe ich ihnen gegeben. Aber das war, bevor ich da war. Ich will, dass er lebt, aber nur, wenn er leben will. Das können wir nicht einfach zulassen. Menschen kann man nicht ändern. Was kann man dann tun? Sie lieben. Ich möchte nicht, dass du all das verpasst, was ein anderer dir geben könnte. Aber ich kann dich glücklich machen. Du hast aus mir einen vollkommen neuen Menschen gemacht. Weißt du was, Clark? Du bist so ziemlich der einzige Grund, weshalb ich morgens aus dem Bett will. Wait for me to come home.